Ich muss sagen, am Anfang, spielerisch sind sie eine sehr starke Mannschaft. Wir waren, muss ich sagen, über 90 Minuten kämpferisch sehr gut. Gut war, dass wir gleich am Anfang ein Goal gemacht haben. Im Mittelfeld waren sie sehr spielstark. Wir sind eigentlich 90 Minuten über dauernd unterwegs gewesen. Wichtig war es 2-0 nachher und dann war es eigentlich, glaube ich, gelaufen. Dann haben wir uns ein bisschen hinter reingestellt und kämpferisch war es sehr gut. Jetzt haben wir wieder gewonnen als Vierte, weil es überrascht mich selber schon, werden wir schon langsam unheimlich. Aber jetzt muss ich mit der Mannschaft einmal ein großes Lob aussprechen, weil das ist unglaublich. Wir die fighten und wir sind die beim Training reinhauen und alles und da merkt man, was da ist, irgendwas im Entstehen. Und jeder lebt für das nach denen. Eine super Truppe und die Kameradschaft passt. Also nur so, glaube ich, kann man gegen Bregenz gewinnen. In der ersten Halbzeit habt ihr euch ein bisschen hinten eindrucken lassen, zweite Halbzeit ist es wieder besser gelaufen. Was hat der Franz gesagt in der Kabine? Er hat gesagt, wir müssen im Mittelfeld drauf sein, wir dürfen uns nicht hinten reinstellen, weil auch wenn sie jetzt spielen, fangen alle gleich auf den Ballkontakt drauf. Und wenn wir uns hinten reinstellen, wäre es ganz schwer, weil die im Mittelfeld haben spielerisch sehr gute Leute drin, Bundesliga-Spiele, Profi drinnen auch oft. Die wollen unbedingt drauf. Und er hat gesagt, wir müssen drauf sein, in der Mitte, überall hinten auch kompakt stehen und dann kontern. Und das war eigentlich ausschlaggebend. Ja, wir haben die, Enge noch, die Räume noch enger gemacht hinten und haben geschaut, dass wir auf Konto spielen können. Haben noch ein paar Chancen noch gehabt. Aber wie gesagt, wenn man da aufmacht und noch mitspielt, das ist eine klasse Mannschaft, dann hätte man sicher schlecht ausgeschaut. Du hast ein schnelles Tor erzielt, das sechste Tor im vierten Spiel. Warum läuft es bei dir so gut jetzt im Moment? Ja, es im Moment es läuft gut, aber es gehört die ganze Mannschaft dazu. Ohne der kann es nicht. Wichtig ist eigentlich, dass wir gewinnen, das ist das Wichtigste. Mario Grimbacher trifft und trifft. Wie lange ist er noch in St. Johann? Ja, bis nächstes Jahr mir sicher die Saison, aber ich vergunze ihn und ich weiß, was er kann. Und ja, vielleicht geht einem da nochmal der Knopf auf für weiter oben. Sechstes Tor, hast du irgendeine Marken gesetzt, das du erreichen willst mit Toren? Ja, am Anfang habe ich gesagt, zwischen 10 und 15 Tore. Man wird es irgendwie für das werden, wenn es mehr werden, habe ich nichts dagegen.